Wenn Sie Spirituosen oder Jugendschutzartikel verkaufen, sprich Zigaretten, Schnaps, ja, so alkoholische Sachen, dann ist die Funktion Jugendschutz im Artikelstamm für Sie wichtig. Im Artikelstamm haben wir jetzt zwei Artikel angelegt, einmal den brutalen Schnaps und den wilden starken Likör, der immer das Flag, also das Merkmal Jugendschutzartikel trägt. Das heißt, das haben wir einfach aktiviert. So, einfach durchsetzen dieses kleine Häkchens, wenn Sie den Artikel ändern. Dort können Sie es aktivieren und deaktivieren. Haben Sie dieses Flag gesetzt und verkaufen jetzt einen solchen Artikel? Dazu wechsle ich jetzt auf die Kategorie der Spirituosen und sage brutaler Schnaps. Schaut Wavi Profi 3 nach, hat denn dieser Artikel dieses Jugendschutzmerkmal? Wenn ja, werden Sie jetzt gefragt, hey, soll man eine Geburtstagsüberprüfung durchführen, ja oder nein? Also das heißt eine Altersüberprüfung. Wenn der Käufer, der vor Ihnen steht, natürlich augenscheinlich und offensichtlich alt genug ist, sagen Sie einfach nein, und das machen wir jetzt hier, dann wird der Artikel einfach übernommen in den Verkauf. Sie können natürlich auch die Artikelnummer eingeben, wie auch immer, oder einscannen, klar, aber ich verwende jetzt halt hier die Schnellwahl-Buttons. Wenn Sie einen weiteren Artikel verkaufen, der ebenfalls in die Kategorie Jugendschutz fällt, weiß Wavi Profi 3, hey, für diesen Verkauf, der Käufer, der vor uns steht, ist alt genug, müssen wir nicht abfragen, weil Sie haben diese Abfrage bereits mit Nein bestätigt, dass keine Abfrage des Alters oder eine Geburtstagsprüfung stattfinden soll. Soweit so gut, jetzt kann ich hergehen und kann das Ding ganz einfach bezahlen und gut ist. Gehen wir jetzt von der anderen Situation aus, damit derjenige, der vor uns steht, unter Umständen alt genug sein könnte, muss aber nicht. In diesem Fall, damit Sie natürlich sich vor Strafen schützen, sollten Sie die Option Ja wählen. Ich will eine Jugendschutzabfrage aktivieren für jugendschutzpflichtige Artikel. Natürlich nur, wenn Sie auch wenn Sie einen Schnaps oder Zigaretten oder sonst irgendwas verkaufen. Klar, nur dann kommt diese Meldung. Ich sage jetzt ja. Und nun stehen wir dem Feld, in dem Sie die Altersangabe eingeben. Und ich sage jetzt hier einfach mal 1.1.2013, machen wir mal 13, 2000, 2009. Und jetzt sagt er natürlich, hey, Alter 4 Jahre ist definitiv zu jung. Wenn Sie jetzt sagen weiter, wird der Verkauf oder die Möglichkeit des Verkaufs ignoriert, wo er sagt, nee, das kann ich dir nicht geben, weil du zu jung bist. Die weitere oder eine andere Alternative, dass wir sagen, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gesagt, okay, das Alter ist 6.8.1995. Wavi Profi 3 kann ja wirklich taggenau rechnen. Heute haben wir den 5.8.2013 und wenn Sie natürlich sagen 6.8., dann ist der Betreffende oder die Betreffende 17, also fast 18 Jahre. ja, und der sagt natürlich hier, hey, das stimmt nicht, also die Person ist noch ausweistechnisch gesehen zu jung. Würden wir natürlich hier sagen, okay, 5.8., also das wäre heute vor 18 Jahren, jetzt drücken wir, verlassen wir das Feld, dann sagt Wavi Profi 3, hey, ist das alles in Ordnung, die Person ist alt genug, du kannst jetzt, lieber Verkäufer, der Person diesen Artikel geben. Und jetzt sage ich einfach weiter und dann wird der Artikel übernommen. Auch wenn ich jetzt, wie vorher, jetzt einen weiteren Jugendschutzartikel verkaufe, weiß Wavi Profi 3, die Person ist alt genug und bekommt den Artikel. So können Sie sich sehr, sehr einfach, indem Sie das Flag des Jugendschutzes im Artikelstamm setzen, vor ungewollten Strafen schützen, indem Sie die Jugendschutzabfrage aktivieren.